Tja, alles, was hier privat geschrieben wird, kann man leider mitlesen, weil wir am Handy sind. Das heißt, die private Nachricht, Herr Veganizer, kam jetzt nicht ganz so privat an. Tja, du kannst ihm jetzt antworten, selber zurückschreiben. Ich weiß nicht, wer das war. Dann hast du gar nicht mitbekommen. Doch. Ja, hat's vergessen. Hat's vergessen. Drauf. Ja, und zusammen mit diesem hervorragenden Kunststoff, welches bestimmt aus nachhaltigem Öl hergestellt worden ist, den Rest, den kennst du ja. Ist das meine, oder? Das ist meine. Deine? Ja, ich weiß nicht, ich würde mal sagen, das, was er halt momentan auf dem Markt wert ist. eBay Kleinanzeigen ist nicht zu trauen. Ich habe dir mal spaßeshalber für 65 Euro reingestellt, um zu checken. Das ist kein Spaß. Für ihn nicht, für mich schon. Weiß nicht, wie die am coolsten kommen, die werden schon. Wird verlost unter Mods, natürlich. Wie sehe ich das, wer das ist? Da gar nicht. Muss schon Computer machen. Das kann man am Computer sehen, obwohl. Du kannst gucken, wer im Chat drin ist. Normalerweise. Ja, dann tun wir ihn weg. Aber die Sohle ist schon. Naja, was wetten wir, dass die mit diesem Schuh so unheimlich viel Geld verdient haben? Das sind 42er und 43er sind da. Das machen auch unnaive Leute. Ich glaube eher, dass die so für zwischen 30 und 50 Euro über die Ladentheke gehen. Dazwischen irgendwo. Vielleicht ein bisschen mehr, je nachdem, was für eine Größe vielleicht rar ist. Oder Lidl Trainer, ja, na klar. Weißt du, du musst bei Edeka mit den Schuhen, wenn Bewerbung im Bewerbungsgespräch bist, musst du die Schuhe anhaben. Bei Netto oder bei Edeka kommt es bestimmt gut. Bei Netto kommt es besser. Das tue ich in die Anzeige noch runterschreiben. Diese Schuhe sind wunderbar geeignet für Bewerbungsgespräche. Doppelpunkt. Edeka, Rewe, Netto. Ja, was ist das Thema hier? Ja, Thema. Lidl-Schuhe. Kunst. Erkan und Stefan könnten Kunst sein. Das sind sie auch. Die twitchen. Echt? Ja, guck mal. Gut, wer ist da alles? Das ist der Johannes. Der Hani. Und wer ist Big Stoffel? Big Stoffel ist Manager, Produzent. Welcher? Der Mike nicht kaufen wollte. Ah! Der Kollege. Anscheinend hören wir GEMA-freie Musik, sonst wird das Twitch runterhauen, oder? Wie sind da jetzt die Regeln? Stoffel, du weißt Bescheid, du hast gemeint, schon ziemlich streng mittlerweile. Wir hören hier irgendwas an, wo ich mir nicht sicher bin, ob das so algorithmustreu sein wird. Diego Live Bitch. Kann man auch donaten? Ja, aber ich habe das Ganze hier noch nicht eingerichtet. Aber eine Donate-Website über PayPal gibt's ja. Das richte ich mir gleich ein. Live-Anrufe? Oh, das ist schön. Oder wie heißt denn dieses Telefonkarussell, wo Eichenmann 64 immer benutzt? Da hat er ziemlich lustige Gespräche gehabt. Das könnte man mal machen. Ja, beim Eichenmann selber, das kostet aber. Willst du beim Eichenmann anrufen live? Das ist ein Twitcher, das ist ein älterer Mann, mit dem kann man ganz gaudi. Red mit dem über Kunst. Ich gebe Kommentare ab, wie so ein Radiomoderator. Also die Lidl-Sneaker, die gibt's noch. Die sind immer wieder zum Aufblinken im Hintergrund.
ja, da jetzt alle Geräte, die telefonieren können, zum Streamen benutzt werden, wird es natürlich jetzt schwierig zu telefonieren. Wie hört sie denn die Musik im Hintergrund? Ja, die anderen haben nur Schwerter. Ja, die einen nennen sich die Twitch Live. Ja, eigentlich war ja die ursprüngliche Idee, beim Treff der Poeten ein Thema zu haben, welches inhaltlich ausgearbeitet ist. Meistens enden diese Themen dann in Vollräuschen und komischen Anrufen bei Hotlines, die vorerst nichts kosten, aber nach 5 Minuten dann 99 Cent. So, du bist jetzt sozusagen eine Viertelstunde auf Twitch und davon streamst du schon 14 Minuten. Ich glaube, du bist der Rekordhalter. Ich habe auch gehört, dass wenn man benutzt, zum Beispiel so Kopfhörer. Ja, die habe ich extra dazu geklickt, damit es professioneller aussieht. So, dann könnt, also, Wir tun so, als ob die einen Sinn hätten. Heute reden wir über, über Wahlfraud bei der Klassensprecherwahl der 8b. Leider hat jemand Lutscher und Kekse versprochen, aber die gab es am Ende der Sitzung nicht. Was? Ich habe einen gekriegt. Ja, die Wahlmaschinen der Klasse 8b, die hatten ein Virus. Wo ist mein Lutscher? Unter den Lidl-Schuhen. Meditieren mit Bäumen. Wir haben leider keine Bäume da. Also unter den ersten 3 Donator verlosen wir einen Lutscher. Guck mal, während ihr den Lutscher verlost, wird es kaputt gemacht. Welcher Geschmack hat dieser Lolli? Versuch so möglichst poetisch zu beschreiben, wie er schmeckt, damit jeder am Ende der Kamera so weiß, was du da im Mund hast. Echter Zucker oder doch eher so wie Saccharose? Mit Saccharose. Saccharose. Weißt du, mit diesen 2 Kameras weißt du nicht mehr, wie ich schauen soll. Du musst es wie ein Profi machen. Immer wenn du dich unruhig fühlst, musst du die Kamera wechseln. Und wenn du das Volk ansprechen willst, so wie der President Elected, ich schaue euch nicht an. Das ist FSK 18 Content, wird hier geschrieben. Haben wir auch so angegeben. Ich weiß nicht, was ich angegeben habe, aber du hast es ziemlich lustlos beschrieben, wie dieser Lolli schmeckt. Der kann nicht gut sein. Der ist gut. Der ist gut, aber der Rest, der in der Verpackung war, war scheiße. Nur der Lolli war gut. Und ich hätte meinen. Ich hätte doch nach Hause gehen müssen und meinen Ständer hören. Was für ein Ständer? Wir leuchten wenigstens. Nee, viel zu geil. Das ist gut. Was will ich jetzt in dem ersten Twitch-Stream den Leuten loswerden? Wer bist du? Ich bin der Ogai und ich bin auch dabei. Mit einem halben Jahr Verspätung. Die erste Pandemiewelle hast du nicht mitgenommen. Du bist in der zweiten Welle gesurft. Ich hab sie schon mitgenommen. Ich hab Covid. Wer ist Kickel 2? Kickel 2 ist... schon ziemlich lang dabei. Einer von den in den ersten Streams hat er schon gefolgt. Folgt mir auf Diego Live Twitch. Ja, aber die Bleibenschäden, die zahlt dann der Steuerzahler. Nicht er. Der ist nämlich ziemlich anstrengend auf Dauer. Ich weiß nicht, das können bestimmt einige im Chat bestätigen. Aber wenn er Geld bekommt für das, was er tut, ist er eigentlich angenehm. Der kann uns jetzt nicht hören. Ihr könnt sagen, was er wollt. Er hat mich bezahlt, um hier mitzumachen. Nee, das war vom veganen und vegetarischen Burger. Ja, wir sind Yoshi und Diego from the future. Pikant und würzig. Würzig und pikant. Mehr würzig als pikant, aber manchmal auch mehr Würze als... Krossig und pikant. Ich hab's ja umgetauft, da ist er schon längst wieder seine Firmenanteile an so asiatische Newcomer vercheckt für Pennies. Vegetarische Burger, das ist aber kein Burger, ja, dann ist es halt der Brötchen. Weil man wollte... kann man rausfinden, welche Ortschaft ihr kommt. Ich kann es dir auch sagen. Agawang. Das ist Partner Großstadt von Singapur. Tja, alles, was hier privat geschrieben wird, kann man leider mitlesen, weil wir am Handy sind. Das heißt, die private Nachricht, Herr Veganizer, kam jetzt nicht ganz so privat an. Ja. Du kannst ihm jetzt antworten, selber zurückschreiben. Ich weiß nicht, wer das war. Dann hast du gar nicht mitbekommen. Doch. Ja, er hat's vergessen. Er hat vergessen. Ja, gibt's noch ein Thema vor. Der junge Herr auf meiner von euch gesehen rechten Seite, von mir aus gesehen linken Seite, will unbedingt was loswerden. Er hat so viel Drang,
etwas zu erzählen. Es fehlen bloß die richtigen Themen und Fragen. Also stellt euch vor, das ist der Eichenmann 24 oder wie auch immer der heißt und ein bisschen jünger, ein bisschen hübscher, aber genauso golfsüchtig. Jetzt dürft ihr Fragen stellen. Also auch private Fragen. Ich glaube, der gute Herr hat die Fähigkeiten, noch mehr Chaos in die Ordnung zu bringen, als vorher schon da war. Feuer mit Feuer bekämpfen. Und bei der entspannten Hintergrundmusik eine neue Themenauswahl. Muss ich dich was fragen stellen? Komm, ich frag dich was. Frag mich. Du bist ein Mensch in der Kapsel und müsstest jetzt einen neuen Planeten besiedeln. Frage ist was? Die Frage dabei ist, würdest du den Affen Menschen Kunst erklären? Wir malen Stillleben. Mit dem LED-Lampen. Landschaften. Das kommt drauf an, wie der Planet geografisch aufgebaut ist. Ja, so wie unsere, nur alles größer. Ja, dann Landschaft, ganz klar. Nächste Frage. Wie viel wiegt ein Kilo Federn? Richtig? Auf unserem Planeten oder? Nee, auf dem fiktiven. Jetzt stell dir vor, auf dem fiktiven Planeten, da wird... Du darfst das Wort fiktiv nicht so oft nennen, sonst sperren die uns. Also, welcher Hip-Hop-Künstler, wenn du den jetzt herbeamen könntest, würdest du herbeamen? Welchen Hip-Hop-Artist? Dann sind wir Redman. Redman. So, wenn Redman jetzt hier wäre, was würdest du denn fragen? Welchen würdest du herstreamen? Herbeamen. Herbeamen? Herstreamen? Herstreamen. Mittlerweile sind sie mir alle egal. Darf jetzt kein Deutschrapper nehmen, sonst bist du enttäuscht, gell? Na nee, ist deine Auswahl. Sammy Deluxe. Jetzt bin ich enttäuscht. Ja. Was würdest du Amewu fragen? Ich zeichne, was ihr wollt. Aber alles, es muss FSK 12 sein. Und Landschaften werden nicht zeichnen. Was hast du für einen Stift? Ich habe einen Füller. In der Fülle liegt der Füller. Ein Cowboy. Ein Cowboy. Sonnenblumensamen als Cowboy. Ja, das neue Logo ist doch fresh. Ich bin echt froh. Also, es wird was gemalt. Also, du sollst mich als einen Cowboy malen. Ja, ja. Hat er schon verstanden. Der mag so solche Ideen, die bezaubern ihn immer. Wenn man da was Bekanntes einbauen kann mit Fiktion, dann kann man nämlich den Wahrheitsgehalt dessen, was am Ende rauskommt aus der künstlerischen Expression, die Note verpassen, mit der man gerne das Schweineschnitzel mit Croissant auf der Pizza belegt ist. So, ganz viele unnötige Wörter aneinandergereiht. Oh, ich sehe schon. Das wird ein richtiges Kunstbild. Wir malen nach Twitch-User-Wünschen. Also ich habe das auf so einer Freelancer-Seite habe ich mich angemeldet gehabt über WordPress, weil ich ja gerade dabei bin, die Sonnenblumensamen-Homepage-Website zu gestalten und ein bisschen Content drauf zu machen. By the way, ist das sozusagen Sonnenblumensamen als Cowboy auf einem Pferd. Was anderes zu machen. Achso, ja, nochmal zu der Frage. Und da habe ich so eine Firma oder so einen, ja, so Freelancer gefunden, dessen Logos mir gefallen haben. Da habe ich kurz die Ideen hingeschrieben, wie ich es mir vorstelle. Sonnenblumensamen im Mikrofon und so ein bisschen Kreis außenrum und ja. Vor allem, die konnten besser Englisch als ich. Und habt ihr schon hier was dem Cowboy, was er stirbt, malt? Eine Sonne? Das ist eine Sonne, ja. Das ist die Sonne. Haben wir mal einen Laptop dabei? Das nächste, dieses Spontane, das ist immer so ein spontaner Typ. Streamen. Überhaupt nicht vorbereitet für Streamen. Keine Bilderwünsche mehr, weil jetzt malt er das, was ihm selbst in den Sinne kommt. Und da er mich gerade so komisch angeschaut hat und ich da sehr komische Ähnlichkeiten zu mir gesehen habe, erahne ich nichts Gutes. Was für Sonnenblumensamen habt ihr heute schon gesät? Sonnenblumensamen beim Streaming mit Twitch. Solange da noch Haare gezeichnet sind, ist alles gut. Dann hast du Props bekommen. Von wem? Von jemandem, der heute schon ein paar Sonnenblümchen gesät hat. Ja. Ich will euch provozieren. Ne, ich will euch provozieren, denn ich bin der Provokateur, aka Kriegstreiber, aka haut euch die Köpfe ein, ich herrsche, aka
Mir fallen keine AKAs mehr ein. Wo ist eigentlich der Jules, wenn man ihn braucht? Gut, was heißt, wenn man ihn braucht? Der Jules ist ein sehr netter Zeitkamerad. Der hat wahrscheinlich viel um die Ohren geraten beim Arbeiten, der arme Junge. Kein leichtes. Aber falls hier der Jules vorbeischauen möchte, sollte, kann er sich gerne durchmelden. Du müsstest bei deinem Stream die Perspektive aufs Gemalte geben. Warte, ich nehme mal schon. Das ist jetzt sozusagen die Kamera am Set des Sets vom Set. Man kann jetzt diese Kamerakette unendlich lang machen. Veganizer, hast du gefunden, wie dieser Telefonspaß da heißt? Ich krieg jetzt einen Einblick in, wie wir professionell hier streamen, wie die Profis. Hauptsache, Homer Simpson wackelt mit dem Kopf in Dauerschleife. Muss man mal schauen, vielleicht findet man ja was. Wer weiß, vielleicht doch nichts. Jetzt hat er sein Kunstwerk gar nicht gezeigt. Das muss man jetzt schon euch zeigen. Ganz besonders zu beachten ist dieses Herz. Wir versuchen jetzt mal die Impressionen des Künstlers bei diesem Teilkunstwerk zu analysieren. Wir sehen hier eine Gestalt, dessen Kopf so ein bisschen den von den alten römischen Figuren gleicht, so ein bisschen von dem Schnitt der Gesichtes, auch dieser Blick in die Ferne, aber doch nicht zu zentriert, also dieser halbweite Blick. Dann sehen wir ein sehr breites Kreuz. Wir werden mal drüber hinweg sehen, dass das Ganze hier nicht in irgendwelchen da ist Ästhetik vor Funktionalität des Körpers gesetzt worden, um es höflich auszudrücken. Und dieses Sixpack ist sowas von wunderbar zentral gemacht. Ja, also ich würde sagen, die ein oder andere Frau würde eifersüchtig werden, wenn sie diese Taille hier sieht. Ja, wir sehen, der steht auf einem Strich. Der Dude hinten ist doch komplett high. Meint der dich? Na, das sind irgendwelche Typen, Fresh Brain Made, Pissfat. Pissfat 420, der hat krass gepafft. Das sind irgendwelche Rabauken.